Große Verteidigungsunternehmen aus dem Vereinigten Königreich und Polen haben ein bahnbrechendes Abkommen über die Entwicklung eines Luftabwehrsystems der nächsten Generation unterzeichnet. Das britische Verteidigungsministerium bringt dies mit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine in Verbindung. MBDA hat im Rahmen eines Programms, das Polen mit einem fortschrittlichen Luftabwehrsystem ausstatten wird, einen Vertrag mit PGZ unterzeichnet. Es wird in der Lage sein, Marschflugkörper, Kampfjets und Drohnen in einem Radius von mehr als 40 Kilometern zu bekämpfen. Der Vertrag sieht die Lieferung von mehr als 1000 Common Anti-Air Modular Missiles Extended Range und mehr als 100 I-Launcher-Raketen vor. Ein ähnlicher Vertrag wurde bereits im April 2023 geschlossen, allerdings im Wert von 2,4 US Dollar. Die Vereinbarung wurde durch einen beispiellosen Technologietransfer ermöglicht. Der entsprechende Vertrag war zuvor zwischen dem britischen Unternehmen MBDA und der polnischen PGZ geschlossen worden. Das Programm mit der Bezeichnung NAREW wird einen Luftverteidigungsschild über Polen aufbauen.